So Leute, jetzt habe ich für euch das dicke Volt Gear Resistance Band mitgebracht und das heißt ja eigentlich, das ist das Männerband, aber wie ihr schon gesehen habt, gerade bei so Schulterkräftigungsübungen, Mobilisationsübungen reicht das Ladies Band vollkommen, da würde man sich vielleicht mit dem Band leicht verletzen. Jetzt geht es aber um ein reines Krafttraining und das kann man mit diesem Band wirklich machen. Ich zeige euch jetzt heute 4 Übungen dafür. Für die Arme, für die Brust und für den Rücken, wie ihr wirklich nur mit diesem Band ein Krafttraining, ein Home Workout durchführen könnt. Und schaut einfach mal zu. Es geht los mit Übung 1. Ich gehe jetzt hier rein und nehme das einfach mal ein bisschen straff, das Band. So, Ausgangsposition. Und ich mache jetzt einfach mal Bizeps Curls damit. Ihr seht das schön. Muskulatur kontrahiert, ich habe ständig Zug auf den Bizeps. Das wäre quasi einfach eine Alternative zu der Langhantel. Natürlich kann ich das Ganze auch einarmig ausführen, aber ich mache es jetzt heute mal hier so. Und je nach Übung, also je nach Leistungsniveau, wenn ihr Anfänger seid, dann nehmt es halt ein bisschen lockerer, das ist hier ein bisschen lockerer. Oder für die wirklich harten Leute, die nehmen es halt noch etwas straffer als ich. Es ist einfach Geschmackssache. So, kommen wir auch schon nahtlos zur zweiten Übung. Bizeps gerade gemacht, jetzt kommt der Trizeps. Nehmt das Band einfach jetzt hier hinter den Rücken. Und gebt jetzt erstmal Spannung drauf hier. Ihr seht das hier. Baue erstmal eine Grundspannung auf. Und jetzt gehe ich einfach hier nach oben. Muss der Trizeps schön arbeiten. Das Ganze natürlich nochmal dann auf der anderen Seite. Ich will euch die Übung jetzt aber nur zeigen. Wirklich, wir haben hier, das ist wirklich extrem belastbar, das Ganze. Man kann wirklich mit dem kompletten Körpergewicht reingehen. Man kann das straff ziehen. Also für jedes Leistungsniveau was dabei. Wer jetzt vielleicht nicht so viel Kraft hat, nimmt dann sich dann vielleicht doch das leichtere Band. Jetzt zeige ich euch aber direkt die dritte Übung und zwar sucht ihr euch dafür einfach einen Fixpunkt und jetzt geht es eben wieder weiter mit einer Rückenübung. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Ausgangsposition, ihr seht ja, ich kann mich schön reinlegen hier, immer Spannung drauf und nachdem ich jetzt hier meine Ausgangsposition habe, mache ich jetzt hier einfach mal das Bankziehen. Ihr seht schon, das ist grad, ich muss ein bisschen näher hin, das war schon ein bisschen zu heftig. Ich kann jetzt entweder hier natürlich variieren, ich kann hier unten ziehen, das wäre quasi eine Alternative für das Kabelrudern, für das enge Kabelrudern. Sehr gut für den Latissimus, aber natürlich auch wieder ein bisschen Bizeps, hintere Schulter, Schulterblattmuskulatur oder ich gehe jetzt aber hier hoch und arbeite hier oben mit mir noch mehr Anteil vom Trapezius. Wirklich, ich kann hier echt ein Krafttraining damit ausführen. Es wäre auch an manchen Stellen eine Alternative zu einem Schlingentrainer. Jetzt war gerade Übung für den Rücken. Jetzt gehe ich natürlich hier noch rein und mache das gleiche, natürlich jetzt hier seitverkehrt für die Brust. Ich gehe einfach rein, ich muss jetzt hier erstmal das alles ausgleichen, schau auf meine saubere Ausgangsposition und jetzt drücke ich einfach rein und drücke. Hier immer sehr viel, alles muss ich aus
balancieren, ausstabilisieren erstmal. Man kann natürlich auch schön hier unten reindrücken. Geht natürlich auch. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Aber die Brust ist immer am Arbeiten. Ihr seht, muss immer hier arbeiten. Aber in der Ausführung will ich jetzt einfach mal für euch das ganz normale Bankdrücken simulieren. Hier reingehen. Auch immer das richtige Atmen dabei. Während der Kontraktion ausatmen, danach einatmen. Seht ihr das? Ich bin schon wieder am Schnaufen. Also es wird sehr schnell anstrengend. Das war es jetzt mal wieder für euch heute. 4 Übungen, die ihr ohne große Hilfsmittel ausführen könnt. Danke fürs Einschalten. Gebt mir noch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.